In Syrien soll es erneut einen Giftgasangriff gegeben haben. In der Stadt Sarakep im Nordosten des Landes habe es nach einem mutmaßlichen Angriff der Regierungstruppen übel gerochen und mindestens 5 Menschen seien mit Atemproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Zuvor hatte die Hilfsorganisation der Weißhelme einen Giftgasangriff gemeldet. Beobachter gehen davon aus, dass sowohl die Regierung als auch die Terrormiliz IS weiterhin über Chemiewaffen verfügen. Eigentlich sollte es in Syrien kein Giftgas mehr geben, da dieses offiziell 2013 vernichtet wurde. Doch Experten halten es für möglich, dass wieder Chemiewaffen hergestellt werden. Im April vergangenen Jahres waren bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff mehr als 100 Menschen in Khan Yunis getötet worden.